Yo, Nakamatachi! Mein Name ist Riku. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit meiner tollen Frau an meiner Seite. Hallo, hallo. Ich bin Lisa. Freut mich. Und zwar, weil ja das Anime Song Quiz Video euch sehr gut gefallen hat, dachten wir, ja, wir machen einfach einen zweiten Teil. Und ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und ich werde heute einige Wünsche auf jeden Fall abspielen. So, wir werden wieder 5 Songs machen. Mata Gokyoku Nagashimas. Eine Frau versucht dann die Songs zu erraten und wird uns noch ihren Eindruck dazu sagen. Ich sag's schon mal vorweg, falls ihr wieder irgendwelche Lieder habt, die heute nicht drankommen, die ihr beim nächsten Mal abspielen lassen wollt, dann schreibt's in die Kommentare. Es gibt ja noch genug andere Anime-Lieder und dann werden wir safe noch einen dritten Teil machen. Hajimaru mai ni iitai koto wa arimasu ka? Zenmon seikai shimasu. Zenmon seikai shimasu ka? Also ich will wieder alle Fragen richtig beantworten. Ja, musukashi. Kedo mandai nai. Doi tsugoku dakara machigaite imo mandai nai. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Und das erste Lied ist folgendes. ランマ。はい、ランマ。オッケー、正解です。 Ist denn das, was bleibt? Nur Einzelkeit! Immer Sabi des. Ah. Und mein Herz schlägt schnell, viel zu schnell. Okay, also mit Hilfe von meinen. Ich habe ihr Tipps gegeben, die hat Ranma gesagt und das ist ja richtig und geben wir ihr den Punkt. Geben wir ihr den Punkt. Seikai des. Yatta! Du wo war Dodai? Inso. Ah, oh, Hontoni? Hontoni? Okay. Es passt irgendwie. So. Ah, Matakuchigoi. Also, er hat gerade gemeint, das ein bisschen klingt wie das Pokémon auf Deutsch, aber. Also, kommt mir jetzt nicht so vor. Falls ihr das auch so seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber... Nein. Nein. ちゃんと字幕つけてくださいね。はい、字幕つけます。 Okay, dann gehen wir weiter zum zweiten Lied. Oh, Natsukashi! Ich schwöre, ich habe es als Kind so geliebt, diese Serie. Und wenn ich diesen Charakter sehe, also Figuren oder so Schlüsselanhänger, mein Herz macht bling bling. Arale-chan! Arale-chan! Arale-chan ist Arale, also Dr. Slump. やった。Du hast einen Mond gesehen. Ist natürlich jetzt peinlich und zwar habe ich ihr das schon mal vorgespielt. Also ich habe ihr schon mal ein paar Lieder vorgespielt einfach so aus Spaß, weil wir haben mal oft drüber reden, wie das halt in Deutschland so ist und da habe ich ihr das anscheinend noch vorgespielt und sie hat sich halt dran erinnert, Alter. Das ist unfassbar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, tut mir leid. Aber Seikai. Ja, das muss ich sagen. Also sie hat halt richtig krasses Gedächtnis. Wenn sie einem was hört oder was sieht, sie vergisst echt nichts. Also ich muss echt aufpassen, was ich tue bei ihr. Nein, also sie hat wirklich ein krasses Gedächtnis. Dann geht's weiter mit dem dritten Lied und zwar ist es dieses hier. Alter Falter! Ist das eine Kindheitserinnerung? Ich dreh durch. Du kannst es tun! Sailor Moon? Ja, Sailor Moon, das war ja, sehr geil. Also ich muss sagen, das Lied ist halt einfach, weil die sagen ja Sailor Moon da drin. Was sehr, sehr schade ist, aber... Mita koto nai ne? Ario? Me, Sailor Moon, mita koto aru? Ario?
Nihongo, oder? Sie? Sensei-Chigao. Sailor Moon. Okay, sie hat Sailor Moon zwar gesehen, aber das japanische Intro ist halt komplett anders. Und ja gut, das, also ich hab's halt, wie gesagt, das wurde sich gewünscht, das Lied, und ich wusste sofort, wenn ich das abspiele, das wird safe erraten, weil wegen Sailor Moon. Also das Japanische habe ich, glaube ich, nicht gehört bis jetzt. Aber in der Regel finde ich ja die Japanischen auch immer besser. Okay, lass uns einfach mal kurz das Japanische abspielen. Komplett anders, ne? Mach da kurz die Runde. Gibt's das? Kann man Kodemo Duizugo Moaruka? Wakanai, Duizugo Moaruka. Es gibt ja mehrere Openings zum Teil, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, falls ihr das nicht kennt, schreibt in die Kommentare. Ich kann das nicht. Tja, Tsugi nicht zu tun was. Okay, jetzt kommen wir zum vierten Lied. Hajimeru so. Ich brech weg. Chotto matte, ne? Oh, jetzt. Japan! Japan! Toni Hada, Gänsehaut! Gänsehaut! Wunder! Mila kann fliegen, lachen! Name ga nankai mo uttabareta koto aru. Ima? Fujiyama! Ima? Sports to kanke aru anime kekko furui. Tabun 80 nendai. Sports to kanke aru furui anime, Captain Tsubasa. Nai nai nai. Captain Tsubasa no mae. Motto mae? Motto mae. Tabun 80 nendai. 80 nendai? Watashi mo kiyoku wa honto, kono kiyoku shika oboete nai. You man? Doitsu dewa kekko you man. Sorry, give up. Give up. Okay. Mila. 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 Tabun gazo mireba wakaru kamo kore. Okay, hajimete mita. Hajimete mita? Ah, gomen, shiranakatta. Chotto matte, tabun Attack number 1? Attack number 1. Wakaru. Alter, der Anime kam 68 raus, ich brech weg. Ich dachte noch in den 80ern. Ja, ja, gomen. Okay, also ich hatte es nicht gewusst. Buseika dake de omusukashi sugita, ne, die zu haben. Demo, ihakken datta. Ihakken datta, okay. Also ich war froh, dass es abgespielt hat, obwohl sie halt es hätte nicht wissen können. Aber ich muss sagen, das Deutsche klingt deutlich besser als das Japanische. Tsugi ni ikimasu. Tsugi wa saigo des. Letzte Lied kommt jetzt und es wird auch... Wenn ich jetzt schon dran denke, mein ganzer Körper, steht sich auf. Okay, und los geht's. One Piece, Hikarie. Hikarie. Seikai des. Auf Deutsch, ins Licht. Also, sie hat richtig gesagt, One Piece. Auf Japanisch heißt sie Hikarie. Und das heißt halt auf Deutsch ins Licht, One Piece ins Licht, und ich liebe dieses Lied, ich liebe es, aber auf Japanisch liebe ich es noch mehr. Yeah, yeah, yeah! Bokura wa ima sagashi hajimeta. Das Wind sich dreht auf der Suche nach den goldenen Traumlicht. Glow im Ozean. Minna ga otatte daimasu ni shinai dette. Minna otatte hoshi. Es tut mir leid, wenn ich mitsinge, aber ich drehe so durch, wenn ich das höre. Ich könnte das ganze Haus hier zerlegen, weil ich einfach so viel Kraft durch die Lieder bekomme. So, Dai, Minchu. Kake! So, das gab immer Duizuwa. Iwakan, Toka. Hatte du? Nimm unseren Kurs. Okay. Yeah, 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 yeah. Okay, sie hat's gewusst. Ich bitte euch nur, das Japanische zu hören. Das heißt Hikarie. Ich weiß gerade nicht, wer es singt. Ich werde es einblenden auf jeden Fall. Und das Japanische ist halt noch legendärer als das Deutsche. Ich kann es euch echt versprechen.
Und damit sind die 5 Wiedeutschen wieder rum. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche für das nächste Mal habt, schreibt es in die Kommentare. Es gibt ja noch echt 20.000 andere Lieder, die richtig geil sind. Ich hatte wieder 4 richtig von 5, wo sie nicht richtig hatte, war es schwer. Und nankai taikoto ga arimasu ka? Mata aimashou. Kondo watashi ga shitsudai shite mo ii? Machiron. Nihongo? Nihongo no anison minna de kangaete. Ah, sore mo mechai ii. Okay, also meine Frau hat auch einen Vorschlag, dass sie das nächste Mal japanische Lieder abspielt und ich halt erraten muss, was es ist. Und dann wir halt auch gerne eure Meinung wissen würden in den Kommentaren, was ihr von den japanischen Liedern so haltet. Also von den alten, ich meine, die neuen gibt es sogar nur auf Japanisch. Mhm. Aber was ihr von manchmal von den japanischen haltet. Falls euch das interessieren würde, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das natürlich auch. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und? Okay. Okay, lasst uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal wieder auf euch und dann macht's gut. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.